erreichte wieder zweifellos zu den Glücklichen. Aus Berlin schaffte das gleich zweimal die prominente Amazone Heidi Hetzer. Jetzt will es eine andere Berliner Crew mit den hochbezahlten Bergprofis aus aller Welt aufnehmen. Johannes Kerner ließ die beiden zunächst einen zünftigen Rallye-Sportwalzer tanzen. Bitte in der Stadt nicht zur Nachahmung empfehlen. $500.000 lassen sich die großen Teams eine Rallye Monte Carlo kosten. Dietmar Walter und Kurt Klein, die Besessenen aus Berlin, müssen mit einem Zehntel dessen auskommen. Trockenübungen in der Großstadt und zumindest moralische Unterstützung eines Prominenten, der mit Kurtes Namensvetter einen 1A-Hitparadenerfolg landete. Hier kommt Kurt, ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt. Erstmal langsam, dann im Sport, eben Kurt. Dem niemand an der Jacke zort. Kurt Klein mit seinem Corsa 200 Spitze, 1,3 Liter und 120 PS, wenn alle da sind. Mit Beifahrer Walter steht er direkt vor der siebentägigen Strapaze Rallye Monte Carlo als einziges Berliner Team. Ihr Ziel im Motorsportkampf gegen 170 Teams, das Erreichen der sogenannten Nacht der langen Messer. Kurt, Kurt. Na klar, ihr Auto ist getuned, wo der herkömmliche Wagen einen Vergaser hat, sitzt im Mini-Flitzer, die Einspritzanlage. Bei Vollgas trinkt die mobile Einkaufstasche 15 Liter Sprit. Trotzdem, der Corsa ist ganz normal zugelassen. Einziges Problem, beide wollen immer am Steuer sitzen. Also es wird wieder richtig losgehen, dass hier Hacke ums Lenkrad, wer fährt. Und da haben wir so ein bisschen Malesse, hoffentlich finden wir auch Monte Carlo. Wenn wir erstmal losfahren, dann wird es da vorne sogar eng. Auf dem Weg in die Rallye-Sport-Hochburg Monaco Anfang kommender Woche starten Kurt Klein und Dietmar Walter aus Berlin. Horst Piller aus Kaiser vom Alexanderplatz in den